In der EU macht der Verkehr 30% aller CO2-Emissionen aus. Allein in Graz finden täglich rund 300.000 Autofahrten über die Stadtgrenze statt. Wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir in Graz etwas unternehmen. Und darum wollen wir mit unserer Klimapolitik beides schaffen. Wir wollen mutige Schritte setzen, um das Klima zu retten und gleichzeitig die Lebensqualität aller GrazerInnen erhöhen. Dazu glauben wir, es ist nötig, den motorisierten Individualverkehr einzuschränken. Wir sind der Meinung, Graz braucht eine City-Maut. Es braucht eine Gebühr für Autofahrten über die Stadtgrenze und es braucht eine schrittweise Reduktion von Stellplätzen für Fahrzeuge innerhalb der Stadt. Durch eine Gebühr, wir wissen von einer Studie des Umweltbundesamts und der TU Graz, dass die Emissionen und Schadstoffe und die Fahrleistung des motorisierten Individualverkehrs durch eine City-Maut um 25-30% reduzierbar ist. Aber wir wollen das hier sozial gerecht gestalten. Darum sieht unser Plan vor, stadtgrenzüberschreitende Straßenbahnen zu bauen, die dann auch ein attraktives Verkehrsmittel für PendlerInnen darstellen. Wir wollen, dass statt Parkstreifen Radhighways durch das gesamte Stadtgebiet gebaut wird. Sichere Radinfrastruktur soll auch für PendlerInnen stadtgrenzüberschreitend zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass der öffentliche Verkehr in Graz kostenlos wird. Auch unsere stadtgrenzüberschreitenden Straßenbahnen sollen kostenlos sein, um hier PendlerInnen auch ein attraktives Angebot zu geben und am Ende des Monats auch sogar mehr Geld übrig zu haben, als sie zuvor für Mobilität ausgegeben haben. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass massive Regenfälle in Graz immer wieder für Hochwasser sorgen und die Keller unter Wasser stehen. Wir glauben, dass wir Parkflächen in Versickerungsflächen umfunktionieren müssen, um auch der Klimakrise hier zu begegnen. Klar machen zum Ändern.